Was geht, Freunde der Außenwelt, und recht herzlich willkommen. Wir reagieren heute zusammen, wie ihr am Titel schon erkennen könnt, auf das neue Video von Julian Bam, Märchen in Asozial. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass in den nächsten 2-3 Wochen noch ein Video von ihm kommt. Aber jetzt war der Zeitabstand gerade mal eine Woche, wie es damals immer war. Und ja, das ist halt ziemlich cool. Also, rüber zum Desktop und let's rock. Es war einmal ein junger Mann namens Erlfried Eichelhardt von Sack. Da er allerdings Rotkäppchen. So einen bescheuerten Namen hatte und ständig ein siffiges rotes Supreme-Hütchen trug, nannten ihn alle nur Rotkäppchen. Eines Tages brachte es Bier und Börek zu seiner Großmutter, denn die war damn sick. Doch auf dem Weg dorthin begegnete es dem großen bösen Wolf. Bruder, was los? Bruder, muss los! Wohin denn, mein Junge? Großmutter, frag nicht so dumm! Ey, da hinten sind so... Was ist... Das könnte man auch glatt nennen, Märchen in Musik. Es gefällt mir jetzt schon. Das war jetzt wirklich Überraschungsmoment pur. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich muss da nochmal zum Anfang. Dem großen bösen Wolf. Bruder, was los? Bruder, muss los! Wohin denn, mein Junge? Großmutter, frag nicht so dumm! Ey, da hinten sind so Blumen und so ein dreckiger Scheiß! Bin deiner Oma, paar von denen, das Grünzeug kommt immer nice! Korrekt! Danke! Der Wolf hat ihm jetzt erzählt, dass da hinten Blumen sind, weil das Grünzeug bei der Oma immer gut ankommt. Ich wette, der sammelt jetzt nur ein Grasbüschel auf oder so. Wo sollen hier Blumen sein? Hier sind nur Äste und Cola-Dosen. Na egal, ich gehe jetzt erstmal Taschengeld bei Oma holen. Äste tun sie auch. Oma, was geht? Digga, zu spät. Warum sind deine Ohren so groß? Damit ich besser höre, was los? Warum sind deine Augen so rot? Damit ich besser höre, was los? Warum sind deine Hände so groß? Damit ich schneller fette, mein Sohn. Warum hast du so einen großen Mund? Damit meine Rap-Lines krasser flow. Alle meine Bassmesser schaffe ich deine Zähne und die lass ich mir sicher vor keiner fehlen. Jede Line smooth wie mein Fell, denn ich am meisten gehne. Erklär dir gerne meine Pläne, denn du kannst keinen mehr erzählen. Ja, hier im Wald, wenn Dinge anders geregelt ist, verleihbar jeder gefressen, dann gibt es keine Probleme. Egal ob 7 Geißlein oder 3 kleine Schweinemänner. Ich bin der Wolf und mein Atem ist einfach länger. Jeder weiß von mir ein Finger, aber dein Style lausig. Was soll das hier mit deinem peinlichen Outfit? Deine Oma war der Anfang, jetzt hast du Pläne verputzt. Was willst du machen, denn ich stehe bei Peter unter Schuss. Oma, sag mal, willst du jetzt ein Börek oder nicht? Ja. Es war einmal eine Königin, die innerlich nicht ganz so stable war, wie sie sich äußerlich gab. Spieglein, Spieglein an der Wand. Was denn los, Mann? Wer ist die Schönste hier im Märchenland? Weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken. Wie lang soll ich noch warten, Mann? Was glaubst du, wen du hier verarschen kannst? Alles klar, die Hübscheste seid auf jeden Fall ihr. Nach Schneewittchen hier, denn die ist faktisch 1000-mal schöner und besser frisiert. Wow. Wie bitte was? Nein, nein, nein! Ich sollte die Hübscheste im Märchenland sein. Jo, ist halt so, mach dir keinen Kopf, aber brauchst du mich noch? Oder kann ich jetzt weiter gucken? Sind wir durch? Gerade spielt FC Märchenwald gegen BSC Ritterburg. Ich werde mal los. Schneewittchen, du kleine dumme. Fernab des Schlosses, hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Ja, wer seid ihr denn? Das sieht aus, der John in so einem kleinen Zwergen. Alle sind John-Zwerge. Ich bin der John, ich bin der John, ich bin der John, ich bin der John, ich bin der John. Ich bin Jolene. Ich bin der John. Wie witzig, ihr seht ja alle gleich aus. That's racist. Kann ich bei euch pennen? Klar. Cool. Und Schneewittchen lebte viele, viele, sagen wir mal Monate, bei den 7 Zwergen im Walde. Bis zu jenem schicksalhaften Tag. Dann wollen wir Schneewittchen doch mal einen Besuch abstatten. Also das war die stylischste Ranma-Verwandlung, die ich je gesehen habe. Boah, war cool. Ah, sorry. Ich habe gerade noch frischen Kaffee für die Jungs gemacht. Jo, kann nicht rein. Nein.
Kann mir jemand beibringen, Energy zu pinkeln? Mein Kind, ich hab dir diesen roten Apfel mitgebracht, weil du so lieb bist. Super nett, aber ich hab Neurodermitis. Diese krumme Frucht hier im gelben Gewand. Sorry, nein, Fruktose intolerant. Aber Brot ist doch wirklich kein Problem. Geht nicht, weil Gluten. Tüte Milch, hier, ich geb dir eine große. Bruder, Laktose. Erdnüsse, jetzt oder nie? Nie, wegen Nussallergie. Börek. Oh, ein Börek würde ich nehmen. Was haben die nur mit den Dingen die ganze Zeit? Ich wette, das kommt jetzt in jedem Märchen mit vor, dieses... Wie ist das? Börek? Für mich sehen die aus wie diese Vanillestangen. Scheiße! La, 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 la. Schneewittchen, hast du noch ein bisschen Kaffee? Ja, ich habe gerade einen neuen Kaffee gemacht. Boah, Börek! Kannst du den haben? Ja, nimm ruhig. Es war einmal ein Junge... Scheiße, jetzt ist ja egal, wer es ist. Wenn alles explodiert, sind alle tot. Naja, geil. ...namens Hänsel und ein Mädchen namens Gretel. Die wurden von ihren Eltern in den großen, dunklen Wald geschickt, um dort ihr Glück zu finden. Alles klar, Kinder, wir sind immer am Goldstrand, ne? Aber Papa... Nix, Papa, wir lassen euch den Urlaub verderben. Die beiden Kinder gingen tiefer und tiefer in den Wald hinein, ließen jedoch eine Fährte aus... So, zum Teil würde das schon ganz schön gut in unsere heutige Zeit passen, ja? Ja, das ist eigentlich fast alles, wenn man es so nimmt, ne? Das ist eigentlich ziemlich schade, wenn man das mal von der Sicht betrachtet. ...Brumen zurück, sodass sie denn einst den Weg wieder nach Hause finden mögen. Das jute Barack. Es wurde später und kälter und der Hunger nagte sehr an ihnen, als sie plötzlich eine Pommesbude zwischen den Bäumen erblickten. Hungrig und hastig fingen die Kinder nichtsahnend an, die Pommes vom Tresen zu snacken. Ey, Finger weg von den Fritten, ihr Missets! Das war der Wind, das himmlische Kind. Wollt ihr mich verarschen, vergiss es! Der Griff war Klaus, war Klommes, doch nur an deiner Pommes. Ich muss ne Menge Rechnungen bezahlen. Für Essen frisst meine dreckigen Sandalen. Wir haben so schlimmen Hunger und auch so miesen Brand. All unser Börek verstreut und uns trotzdem verrannt. Dann vergütet ihr mir, ihr kleinen Flaschen. Jetzt rein mit euch, ihr könnt gleich den Abwasch machen. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so viel. Hänsel und Gretel. Hänsel, wir müssen hier abhauen. Aber wie? Hast du eine Idee? Ich glaube, ich hab da eine Idee. Oh, was ist das? Extrablatt! Brandstifte, Kinder, weiterhin auf der Flucht! Extrablatt! Extrablatt! Warum mach ich das eigentlich? Ist eh niemand hier. Wo? Stimmt, Börek. Es war einmal eine wunderschöne junge Königstochter. Und wie das halt immer so ist im Märchenwald, wenn jemand wunderschön und adelig ist, es gibt eine Menge Probleme. Pass auf, mein Kind. Nicht, dass du dich an der Spindel stichst. Was ist denn eigentlich eine Spindel? Bruder, kein Plan. Das hier... Da kann man sich doch gar nicht dran stechen. Und die Höschen fiel in einen 100-jährigen Schlaf, weswegen auch irgendwann die 100-jährigen Schlaf, das muss aber ein heftiger Schlag gewesen sein. Putzfrau und der Gärtner nicht mehr kamen und dichte Rosenranken das Schloss verschluckten. Eines Tages aber bahnte sich ein junger, stattlicher Prinz seinen Weg durch die Dornenhecke. Hallo. Hallo? Ich habe alles versucht. Wer bist du? Ich bin eine gute Fee. Ja,
macht irgendwie sowas her wie bei Zahnfee auf Bewährung 2. Mit viel Fantasie. Seit wann haben Prinzen gute Feen? Wir haben jetzt einen Gleichstellungsbeauftragten. Es wird sich noch einiges ändern, hier sag ich dir. Egal, was gibt's? Wie erwecke ich die Prinzessin? Mit einem Kuss? Ist schon sexuelle Belästigung irgendwie. Brichst ins Schloss ein, streckst erstmal die Zunge in den Hals. Schon ein bisschen pervers. Was dann? Rappen? Na, das wäre doch mal was total Neues und Innovatives in diesem Video. Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf! Schöner Sprechgesang entriss mich meines tiefen Schlafes. Was ist das für eine fremdartige und wohlriechende Speise? Börek natürlich! Ich schätze, dass mir dies nicht munden wird. Hey Siri, such schlafende Prinzessin in meiner Umgebung. Und wenn sie nicht nee, das macht keinen Sinn. Ah, Alter, was war das für ein Scheiße? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die Neuinterpretation der Märchen gefallen hat. Schreibt einfach irgendwas. Irgendwas. Hallo. Oder sowas. Und falls ihr noch ein bisschen eurer Zeit investieren wollt in vielleicht einen Daumen nach oben, wäre das okay. Okay, das war halt ziemlich cool, ne? Halt, ich muss noch liken. Ein paar Sekunden später. Das Traurige daran ist, dass das wohl wirklich heutzutage so ist. Also wenn man so ein Märchen heute so machen würde, wird das wahrscheinlich wirklich so aussehen. War nicht allzu übertrieben, aber schon ein bisschen so geil. Wenn ihr was habt, wo ich drauf reagieren kann, unten in die Kommentare damit rein. Wenn noch nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne, like ich mich und ich sag Tschüss.